Und ja, After Us. Ein verzaubertes Spiel. Wie der Name es schon sagt, es geht wahrscheinlich darum, ich vermute es, dass es darum geht, ja, nach uns, heißt es ja eigentlich übersetzt, ne? Und so, spielen dann la, Sprache ist Deutsch, das passt. Grafik gucken wir mal eben. Vertikale Synchronität, episch, episch. Ja, das passt alles. Ja, speichern. So, dann würde ich sagen, neues Spiel und los geht's. Leeren Speicherplatz auswählen und ab dafür. Ja, Schwalbe, das stimmt. Da gebe ich dir ein bisschen recht. Nicht immer alle Indie-Games, aber viele. Voll schön. Das ist voll schön. Muss man einfach sagen, wie es ist. Na. Das ist nicht mehr so schön. Die Arche stirbt. Die Verschlinger haben die Welt zerstört. Ich konnte spüren, dass alle Tiere sterben. Ich schützte sie mit meiner Lebenskraft. Doch als die letzten starben, blieb meine Kraft in ihnen gefangen. Du musst die Gefäße finden und ihre Lebenskraft in ihnen befreien. Dann bringe ich das Leben in die Welt zurück. Tue dies, mein Kind. Ich gebe dir mein Herz. Es wird dir auf deinem Weg helfen. Du musst dich allein in die Welt wagen. Sei tapfer, mein Kind. Berlin Mitte 2035. Entschuldigung. So, hallo, Tag zusammen. So, da wären wir also bei After Us. Oh mein Gott, das fängt ja schon mega traurig an. Also wir haben Herz des Baum des Lebens. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oh, guck mal, wir machen alles grün. Oh, ich will alles grün machen. Geht das? Ich mache alles wieder grün. Hä, wie schön das ist. So, und ich habe doch auf YouTube gewechselt, also auf den YouTube-Screen. Nicht wundern. So. Okay, also diese Kraft, die Stimme hat uns gesagt, sie hat die Tiere beschützen alles, aber wir müssen jetzt diese... Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was sie gesagt hat. Entschuldigung. Irgendwelche Sachen sammeln. Drücke,
um einen kurzen Sprung zu machen. A, lange drücken für höhere Sprünge. Okay. Also, kurz springen. Hoch. Uah, okay. Oha. Ich will einmal da gucken gehen. Ihr kennt mich, ne? Ich will einfach nur mal gucken. Kommt man hier lang? Wo geht's denn hier hin? Komm gerade vor wie bei Terminator. Da bin ich ja auch mal gespannt, ob bald dieses Open-World-Terminator-Game soll ja irgendwann mal kommen, ne? Ich bin mal gespannt, ob man da irgendwann mal was von sieht. Okay, aber die Pflanzen bleiben nicht immer hinter einem, ne? Die gehen irgendwann weg, okay. So, dann auf geht's. Wir müssen die Welt retten, oder die Welt nach uns? Wir schauen mal. Ich glaube, kämpfen müssen wir auch. RT halten, um zu sprinten. Sprintsprünge sind länger, aber flacher. Okay, also RT gedrückt halten. Okay. Ah, okay. Krass. Gut. Sieht ein bisschen aus wie Little Nightmares, so ein ganz klein wenig, ne? Oha. Mach einen hohen Sprung. Am höchsten Punkt des Sprungs drücke einen... Also, einen Doppelsprung zu machen. Okay. Krass. Boah, das ist jetzt schon voll schön. Musik. Ah. Ah. Beim Doppelsprung halten, um für Kurzzeit zu gleiten. Gleiten für den optimalen Effekt am höchsten Punkt des Sprungs. Okay. Nach dem Doppelsprung. Okay. Nee, das war nicht gut. The next of us? Nee, was? Ach, ich muss den Doppelsprung... Ah, okay. Ich mach was falsch, warte. Ah. Oh. Hä, immer noch zu kurz? Ah. Jetzt. Okay. Alles klar. Boah, das muss ich aber erstmal behalten. Okay, die Welt ist jetzt schon abgefahren, muss ich sagen. Das ist jetzt schon mega interessant. So. Freunde. Wuhu! Oh, der Soundtrack ist echt schon cool. Ob es hier wohl auch so Sammel-Items gibt, die man finden kann? Ist da, warte, ich geh mal hier kurz runter. Geht's hier auch lang? Sieht jetzt nicht so aus, ne? Oh, ich habe übrigens noch ein Spiel, also nicht auf der Platte, aber habe ich, glaube ich, auch mal von Cookie bekommen. Das ist schon ein bisschen älter, das Game. Aber das habe ich immer gesagt, ich will das spielen. Ist auch so ein Indie-Game. Mit auch so, mit so einer Message quasi. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Oh, das klappt nicht. Das habe ich mir gedacht. Okay, ist das auch richtig da lang? Ich glaube ja, ne? Komme ich hier hoch? Nein, okay. Vielleicht muss ich... Achso. Okay, warte. Mach mal einen Run. Ja, das geht. Okay, alles klar. Boah, das muss ich erstmal üben. Das ist gar nicht einfach. Aber der Tod ist nicht endgültig. Lange gedrückt halten und mal halt... Okay, alles klar. Das kann man... Schwebt die dann auch? Nee, ne? Nee, okay. Wir wissen auch gar nicht, wie wir heißen, ne? Das sieht aus wie eine ehemalige Autobahn. What the fuck? Boah.
Okay. Okay. So spüre ich die Welt. Und du spürst was? Meine Lebenskraft ist in diesen Gefäßen gefangen. Finde und befreie sie. Also die Gefäße müssen wir also sammeln. Dies ist deine Lebensverbindung. Öffne sie durch Drücken von Y. Okay. Ah, okay. Hund, Biene, Schwein, Wal, Vogel oder Adler. Da hinten ist, glaube ich, Hai. Ist das Hund? Nee, könnte auch Bär sein da hinten. Ich glaube, Bär. Elch oder so irgendwie. Jo, ist auch voll cool. So, zoomen, ja. Okay, das ist der Weg zum Hund. Verstehe ich richtig, ja? Bei auswählen kann ich jetzt nichts, ne? Okay, gut. Rückkehren. Boah, sieht voll geil aus. Muss er einfach sagen. Ich weiß, es ist einfach in meinem Kopf. Entschuldigung, ich muss einfach, aber wenn ich diese Wolken sehe, dann habe ich irgendwie gerade das Gefühl, da kommt gleich der Demogorgon von Stranger Things. So halt. Entschuldigung. Okay, let's go. Voll schön. Wo ist die Musik hin? Es ist bedrohlich ruhig. Ah. Voll cool. Mega. Ja, klar. In der Luft drücken, um einen kurzen Luftsprung zu machen. Halte, um einen längeren Luftsprint zu machen. Nicht Sprung, Luftsprint. Was? In der Luft drücken. Okay, ich probiere es aus. Okay. Ach du Heiliger, das wird ja lustig. Wir schaffen es jetzt schon, ich weiß es. Gott, okay. Da ist es voll schön, das Spiel. So. Okay. Wie cool mit der Stadt da im Hintergrund. Wie geil das einfach aussieht. Hat da so ein bisschen so leichte Limbo-Vibes, ne? Limbo und wie ist das andere? Ich weiß gar nicht, wie hieß denn das andere von den Limbo-Machern? Inside. Oh, das war auch so großartig. Donnerwetter. Das werde ich mir niemals alles behalten können. Wahrscheinlich kommen noch mehr Tasten. Uff, guck mal da hinten. Holy shit. Ich muss, glaube ich, runter, ne? Kann ich einfach runter? Okay, das geht. Alles klar. Wäre natürlich auch da lang einfach gekonnt. So. Voll die geilen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, voll cool. Das ist jetzt schon mega gut. Uah. Was? Okay. Ach du Heiliger. Das wird ja ein Spaß. Oh, oh, nein, nein. Uah, uah. Ah, uah, ha, ha, ja, uah. Puha. Alter. Das ist bestimmt auch voll gut zum Zugucken aufs
im Stream, oder? Ich ärgere mich immer, dass halt auch aktuell diesen Spieleüberfluss, den wir einfach haben. Jedes Mal kommen neue Spiele und tralala und dann kommt zwischendurch auch sowas hier, weißt du? Und du hast halt einfach gar keine Zeit, alles zu spielen. Das ist so ärgerlich und es sind so tolle und gute Spiele. Es ärgert mich dann immer. Und man will ja alles spielen, ne? Oder zumindest versuchen, das zu spielen, was man möchte, ne? Hätten wir oben auch lang gekonnt, frage ich mich. Aber ich glaube, alles zu spielen schafft man mittlerweile nicht mehr. Ich habe jetzt auch mittlerweile auch schon aufgegeben, alles so groß. Und versuche noch das so gut zu spielen, was ich kann. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Oh, wir können die Welt grün machen? Oder wie? Halten, um die Kraft, Explosion des Lebens aufzuladen, loslassen, um sie aufzuführen. Sprint, Wandlauf, beim Aufladen nicht möglich. Bad. Okay. Hä, wie schön. Voll schön. Kann ich das in echt auch machen? Zack, Rasen gemäht. Aber verschwindet das dann, dieses Ölzeug? Ja, okay, alles klar. Kommen wir da hoch, frage ich mich. Es leckt ein bisschen, ne? Voll schön. Schade, dass es immer wieder weggeht. Na ja, gut. Stimmt, muss man auch alles bunt machen bei Kena. Da war das auch so. Stimmt. Jetzt wurde es das. Aber hier muss ich ja nur, glaube ich, bunt machen, um dieses Zeug wegzukriegen. Boah, Alter, es ruckelt. Ah, es ruckelt aber mega, ne? Alter Schwede, ich glaube, ich sollte nicht auf Epic stellen. Sondern vielleicht auf hoch. Ist, glaube ich, ganz gut. Nein, hoch. Hoch und hoch. Glaube ich, ganz gut. So. Es läuft, glaube ich, ein bisschen. Ich hoffe, es läuft ein bisschen besser. Mit dem Effektgewitter. So. Okay. Ih, was läuft denn da? Ich glaube, wir werden gleich im ersten Mal kämpfen. Oder so. Du wirst in dieser Welt viele Geister finden. Die Geister ausgestorbener Tiere. Befreie sie mit deinem Herzen. Damit sie in die Welt zurückkehren. Okay. Drücke, um das Herz zu werfen. LT. Drücken, um das Herz zurückzurufen. Das Herz interagiert mit bestimmten Elementen. Ah, oh, was? Du hast einen sammelbaren Geist gerettet. Sammelbare Geister werden beim Erkunden der Welt in deinen Lebensverbindungen enthüllt. Mhm. Wenn du sammelbare Geister rettest, verschwinden sie aus der Lebensverbindung und durchstreifen die Welt. Okay. Geist befreit. Ach so. Den Hund jetzt oder voriges Gebiet, nächstes Gebiet? Ach so. Hund und Katze.